Frohe Weihnachten. Happy holidays. Yes, Merry Christmas. Merry Christmas. Auf Wiedersehen. Frohe Weihnachten und auf Wiedersehen. Taylor Swift hat sich auf ihren Deutschlandbesuch vorbereitet. In Wirklichkeit wirkt die 23-Jährige noch zierlicher als auf der Bühne. Die Frau, die zu den Top 5 aller Künstler weltweit zählt. Über 22 Millionen Alben hat sie schon verkauft und der Erfolg nimmt kein Ende. Das neue Album fühlt sich nochmal ganz anders an. Plötzlich hören Leute rund um die Welt meine Lieder. Sie laufen überall im Radio und die Besucher der Konzerte kennen jede Textzeile. Das ist wirklich faszinierend. Das neue Album von Taylor Swift heißt Red, Rot, denn die Songs erzählen von stürmischen, verrückten Abenteuern über Liebe und Verlust, wie auch die Single We're Never Ever Getting Back Together. Sie entstand völlig spontan im Tonstudio. Ein Freund meines Ex-Freundes kam ins Studio und erzählte mir, dass wir ja jetzt wieder ein Paar seien. Da habe ich gesagt, nein, sind wir nicht. Als er raus war, sagte ich zu Max, meinem Co-Writer, wir werden nie, nie, nie wieder zusammenkommen. Und er sagte, hey, das ist ein Song. Ja, Taylor Swift und die Liebe, das ist so ein Thema für sich. Aktuell ist sie mit Harry Styles aus der Band One Direction zusammen, aber bei den Männern zeigt sie doch eine gewisse Sprunghaftigkeit. Wenn du aus einer Beziehung kommst, dann fragst du dich, war es wirklich Liebe? Vielleicht war es auch nur Einbildung oder etwas anderes. Ich glaube schon, dass ich mich schon mal verliebt habe, aber frag mich bitte nicht, wie oft. Ähnlich wie die Männer sammelt Taylor Swift auch Preise. American Music Award, Grammy, MTV Europe Music Award. Taylor, have you ever won an award before? Hast du jemals einen Preis gewonnen, wird sie scherzhaft gefragt. Es gibt kaum eine Trophäe, die nicht in ihrem Schrank steht. Doch trotz des großen Erfolgs und obwohl sie mit ihren 23 Jahren schon auf eine lange Karriere zurückblicken kann, nervös ist sie immer noch. One of my big fears is, you know, disappointing my fans or. Ich habe immer Angst, meine Fans zu enttäuschen oder mich nicht genug anzustrengen. Ich habe Albträume, wo ich auf die Bühne komme und keine Ahnung habe, was ich spielen soll und die Band mich nur mit großen Augen ansieht. Nervöse Träume. The band doesn't know any of the music, like just nervous dreams like that. Jetzt kann sich Taylor Swift erst einmal entspannen. Weihnachten wird sie mit der Familie verbringen. Auch wenn sie sich fast alle Wünsche selbst erfüllt hat, ist das für sie immer noch der wichtigste Tag im Jahr.